Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. Und ich freue mich so sehr, dass du heute dir wieder etwas Zeit nimmst, um ja, sie mit mir zu verbringen. Und ja, ich hoffe doch, dass du dich zu keinem Moment langweilst. Und genau darum soll es nämlich heute gehen. Nicht, dass du dich langweilen sollst, sondern wir sprechen heute ganz intensiv über das Thema Langeweile. Und ja, bevor ich mich jetzt hier wieder verquassel, wünsche ich dir ganz viel Spaß. Also lehn dich zurück. Jetzt geht's los. Dass ich diese Podcast-Episode zu diesem Thema Langeweile jetzt aufnehme, hat seinen Ursprung, dass ich tatsächlich heute Morgen laufen war. Mit meiner lieben Nachbarin gemeinsam sind wir ins Nachbardorf sozusagen gefahren, um dort am Berg Intervalltraining zu üben. Und ich mache das immer ganz gerne, weil ich, ganz ehrlich, total es hasse, Intervalle zu laufen. Auf der Straße, auf ebenem Boden sozusagen. Und das langweilt mich. Das ist so, so mühsam und das ist so eine Mischung aus Langeweile und Anstrengung, was für mich gar nicht geht. Und ich bin eher so der Mensch, der immer eine Lösung sucht. Also ich mache Dinge einfach gar nicht, die mich langweilen, weil mich ja das so müde macht. Und vielleicht kennst du das auch. Kennst du das vielleicht so aus deinem Leben, vielleicht auch aus der Kindheit so ganz massiv, dieses Gefühl von Langeweile? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich beispielsweise einen langweiligen Film sehe, mache ich den aus? Gucke ich mir den nicht zu Ende an? Wenn ich ein langweiliges Buch lese, dann lege ich es weg. Ich lese die Bücher dann auch nicht zu Ende. Habe ich keine Lust und auch keine Zeit dazu. Wie sieht es aber jedoch aus, wenn wir in unserem Alltag in Zusammenhang mit Bewegung und Sport Langeweile spüren? Was machen wir dann? Wir hören auf, oder? Und wenn wir keine Lösung dafür haben, dann könnte es sein, dass dieses ganze Projekt Bewegung und Sport wieder dahin zurückkehrt, wo es hergekommen ist. In die Schublade war eine miese Idee. So, und ich möchte heute mal so ein bisschen näher in das Thema einsteigen. Und als ich so diese Idee hatte beim Laufen, ich könnte ja mal über Langeweile sprechen und welche Faktoren dabei hilfreich sein können, um Langeweile vorzubeugen bzw. für sich selbst zu nutzen, dachte ich so, ach, das wird easy peasy. Dann habe ich aber gedacht, okay, ich schaue mal nach, ich lese mal ein bisschen und recherchiere, was denn eigentlich im Gehirn passiert. Und bin auf eine sehr, sehr, sehr interessante Studie gestoßen. Professor Sammy Perron von der Washington State University hat beispielsweise hierzu eine Studie durchgeführt. Bei dieser Studie haben insgesamt 54 junge Erwachsene teilgenommen, was auch immer das heißt. Nagel mich nicht drauf fest, aber ich verlinke gerne auch den Artikel dazu, den ich als Grundlage für die Recherchen verwendet habe, falls du da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen möchtest. Auf jeden Fall hat Professor Perron hier diese Studie durchgeführt und er hat festgestellt, dass Menschen unterschiedlich auf Langeweile reagieren. Und in dieser Studie ist aufgefallen, dass wenn wir Langeweile verspüren, dass hier der linke und rechte Frontallappen aktiviert wird. Und das Spannende daran ist, dass der linke und rechte Frontallappen nicht nur bei Langeweile aktiviert wird, sondern beispielsweise der linke Frontallappen, auch wenn wir uns ablenken und der rechte, wenn wir negative Gefühle empfinden oder gar Angst haben. Und auf dieser Grundlage hat Professor Perron dann in dieser Studie auch festgemacht, dass Umgehen mit Langeweile davon abhängig ist, welcher Frontallappen tatsächlich aktiviert wird. Wenn wir das also wissen, vielleicht kannst du auch für dich schon ein bisschen reflektieren, ob du mit Langeweile relativ gut umgehen kannst oder ob du eher dazu neigst, dass du so leicht depressive Schübe bekommst. Weil das ist tatsächlich auch nachgewiesen, dass Menschen, die nicht so gut mit Langeweile umgehen können, auch dazu neigen, Depressionen auszubilden. Das muss nicht bei dir sein. Das ist letztendlich alles nur ein Teil dieser Studie, die ich jetzt hier für meine Recherche genommen habe. Und ich will mich jetzt da auch ein bisschen lösen von dieser Studie. Denn was ich hier dran ganz spannend finde, ist,
dass wir als Kinder ja irgendwann das lernen. Wir lernen, wie wir mit Langeweile umgehen können. Und was ich immer gerne sage, ist, dass Langeweile eine perfekte Möglichkeit ist, kreativ zu werden. Und so bin ich quasi auch erzogen worden im Zusammenhang mit Langeweile, dass wenn wir Langeweile hatten als Kinder, dass immer dann gleich gesagt wurde von den Erwachsenen, naja, ihr seid doch so viele Kinder, jetzt denkt euch doch mal was aus. Macht doch irgendwas, spielt doch zusammen und so weiter und so fort. Also wir wurden dazu animiert, aus Langeweile heraus etwas zu erschaffen. Und ja, so agiere ich das immer noch. Es heißt, wenn ich Langeweile habe, bin ich immer im Schaffen. Ich bin immer so im Kreieren. Und es kommt ganz, ganz selten vor, dass ich tatsächlich Langeweile verspüre, weil ich tatsächlich immer, wenn dieser Impuls kommt, also wenn bei mir vielleicht der linke Frontallappen aktiviert wird, dass ich sofort ins Schaffen komme. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, was wir für uns einmal wahrnehmen können. Dass wenn wir uns auf die Langeweile konzentrieren, wenn wir unseren Fokus darauf senden, dann wird es mehr. Und das habe ich schon ganz oft gesagt, auf das, wo du deinen Fokus hinlenkst, das wird größer. Und in dem Fall wird es dann die Langeweile werden. Wenn du jedoch sagst, ich nutze diese Langeweile für mich, ich nutze sie, um vielleicht Dinge zu tun, die ich sonst nicht tue, es ist geschenkte Zeit, dann hat das einen ganz, ganz, ganz anderen Wert. So, vielleicht sagst du jetzt dir die ganze Zeit, ich weiß gar nicht, warum ich mir diese Podcast-Episode anhören soll, weil ich habe nie Langeweile. Und ja, ich kann das nachvollziehen. Als zweifache Mutter und Selbstständige weiß ich, was du meinst. Ich möchte in einen Bereich der Langeweile eintauchen, den, aber ich glaube, wir alle kennen. Wir nehmen uns etwas vor. Und ich nehme jetzt hier mal gerne den Sport und die Bewegung. Wir nehmen uns beispielsweise vor, dass wir jeden Tag 10.000 Schritte gehen. Und wir ziehen das für eine gewisse Weile durch und dann irgendwann werden wir so müde, müde der Bewegung. Wir haben irgendwann gar keine Lust mehr, diese durchzuführen. Und vielleicht kennst du das auch im Training, dass du immer und immer und immer wieder die gleiche Strecke läufst und es gab eine Zeit, da hat dich das motiviert, da fandst du das richtig gut. Aber irgendwann findest du das einfach nur noch so was von langweilig. Und vielleicht nimmst du diese Langeweile gar nicht so wahr. Du merkst bloß einfach, dass du keine Lust mehr hast. Du hast keine Lust mehr, dich zu motivieren. Die Motivation geht sowieso flöten und so weiter und so fort. Und was du hierbei tun kannst, ist letztendlich genau das zu tun, was ich am Anfang aus dieser Studie dir versucht habe zu vermitteln. Du kannst anfangen, aus dieser Langeweile heraus, auch wenn du sie nicht als Langeweile wahrnimmst, kreativ zu werden. Anzufangen zu merken, okay, hier passiert was, meine Stimmung verändert sich. Ich bin diesem Ganzen hier müde, ich habe keine Lust mehr darauf, ich kann mich nicht mehr motivieren für irgendwelche Dinge, obwohl sie mir vor vielleicht 3, 4 Wochen noch so, so wichtig waren. Und da möchte ich heute mal ein bisschen tiefer einsteigen und möchte dir 3 Aspekte mit an die Hand geben, die dir dabei helfen können, dass du keine Langeweile bekommst in Bezug auf dein Bewegungsziel und auf dein Trainingsziel. Und ich weiß, es kommt wahrscheinlich auch bei dir viel zu häufig vor, dass du das gar nicht wahrnimmst. Wir haben auf einmal keine Lust mehr, wir können uns nicht mehr motivieren und wir würden es wahrscheinlich am wenigsten mit Langeweile zusammenführen, dieses Gefühl. Aber was ich zum Beispiel heute gemerkt habe, ich war schon sehr, sehr lange nicht mehr am Berg und habe Intervalle geübt und das war so, ich war wie so ein kleines Kind. Das war so schön, durch den Wald zu rennen, hoch, runter, neue Strecke, neues Ausprobieren und ja, einfach nur wirken zu lassen auf alle Sinne. Das hat so viel Spaß gemacht. Auch wenn meine Nachbarin das wahrscheinlich nicht so unterschreiben wird, weil das für sie sehr, sehr anstrengend war. Aber es war für mich einfach mal wieder ein neuer Impuls. Es war schon lange Zeit, dass ich mal wieder so ein bisschen frischen Wind in mein eigenes Training hineinbringe. Und deswegen war das heute genau richtig. Und das möchte ich auch dir mit an die Hand geben. Ich glaube, es ist so, so wichtig, dass wir nicht nur stupide immer wieder das Gleiche durchführen, dass wir sicherlich uns am Anfang, wenn wir beginnen, Routinen etablieren, dass wir anfangen, gewisse Dinge immer zur gleichen Zeit am besten auch in dem gleichen Umfang zu machen, um langsam zu beginnen. Aber dass wir diesen Moment spüren,
wo diese Langeweile eintritt, wo der rechte oder linke Frontallappen aktiviert wird und wo wir anfangen, uns nicht auf diese Langeweile zu fokussieren, sondern anfangen, kreativ zu werden. Anfangen, uns vielleicht damit auseinanderzusetzen, was uns motiviert, was wir brauchen. Und was dir dabei helfen kann, ist letztendlich der zweite Schritt, dass du anfängst, hier an deinem Trainingspensum zu arbeiten. Das heißt, es kann dir sehr, sehr, sehr hilfreich sein, wenn du tatsächlich dich steigerst. Es ist sowieso immer ratsam, wenn du trainierst, dass du dich regelmäßig steigerst, weil dein Körper ist ein Gewohnheitstier. Wir sind Tiere und er gewöhnt sich viel zu schnell an gewisse Dinge. Und es wird dann irgendwann so sein, dass es letztendlich keinen Trainingseffekt mehr für dich hat, zumindest nicht in diesem Umfang. Das heißt, du kannst dich schon in dem Sinne steigern, indem du beispielsweise deine Trainingsstrecke veränderst, sie verlängerst, sie vielleicht mal umdrehst, dass du einfach, wenn wir jetzt beim Laufen bleiben, ganz einfach mal andersrum läufst. Es könnte aber auch sein, dass du letztendlich beim Krafttraining beispielsweise die Satzzahl veränderst, die Wiederholungszahl veränderst, dass du vielleicht die Gewichte ein bisschen neu einstellst, weil das sind alles neue Impulse. Und alles, was neu in das Training reinkommt, ist immer, immer ein Punkt, der nicht langweilig werden kann. Und ich lade dich auch ein, das einfach regelmäßig zu machen. Regelmäßig dich selbst herauszufordern. Selbst mal einfach dich, so ein bisschen dein eigener Gegner zu sein und einfach dich selbst zu piesacken und zu sagen, hey, na, du bist ja jetzt schon so richtig eingepennt in deinem Training. Komm, ich fördere dich mal selbst heraus. Und das ist manchmal vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, schwierig vielleicht nicht, aber ich glaube, wir sehen es manchmal gar nicht, dass wir so eingeschlafen sind in unserem eigenen Training und dass es einfach mal so langweilig ist, dass es niemanden vom Hocker haut. Und wenn wir nochmal zurückkommen, die Frage ist, wenn du einen Film, der langweilig ist, ausmachst, ein Buch, was langweilig ist, nicht zu Ende liest und ein Training, was langweilig ist, was machst du damit? Du hörst wahrscheinlich auf, du hast keine Lust mehr. Und wirst es in die Kategorie ist nichts für mich hineinschieben. Und das ist so der dritte Punkt, den ich dir mit an die Hand geben möchte. Probier doch einfach neue Sachen aus. Ich habe in meinem Leben ganz oft die Kritik bekommen, dass ich irgendwie so alles mache. Und auch mein Mann ist beispielsweise so ein Mensch. Wir sind beide so eine Menschen. Wir können alles machen. Wir probieren alles aus und wir haben an sich auch bei allem Freude. Egal, worum es geht, ob es Mannschaftssport ist, ob es Einzelsportarten sind, egal was es ist, Klettern, Fußball, Volleyball, Bogenschießen, Tanzen, Hula Hoop, Kraftsport, Laufen, Fahrradfahren, Mountainbiking, Rennradfahren, egal was es ist, wir können uns für alles begeistern. Und in unserem Alltag wird es auch integriert. Wir können stets und ständig alles ausprobieren und das macht einfach so vieles so viel einfacher. Weil wenn du stets und ständig immer neue Impulse für dich setzt, neue Sportarten ausprobierst, hier bei diesen Sportarten auch versuchst, dich so ein bisschen an deine Grenzen ranzubringen, immer wieder neu auszuloten, dann wird es definitiv nicht langweilig. Und hier auch nochmal der Aspekt, auch für deinen Körper ist es so viel besser. Denn gerade diese einseitigen Dinge, wenn du jeden Tag oder jeden zweiten Tag XY-Strecke läufst oder ein bestimmtes Training durchführst, ist das natürlich auch eine einseitige Belastung für deinen Körper. Und einseitige Belastungen sind letztendlich immer der Punkt, wo dein Körper letztendlich immer wieder auf einen Punkt hinausgeht. Dass eine gewisse Stelle hier in die Belastung gerät und andere wiederum nicht. Und du kannst für dich ganz natürlich diese fokussierten Belastungsstellen und die vernachlässigten Belastungsstellen ins Gleichgewicht bringen, indem du immer wieder neue Sachen ausprobierst. Indem du, wenn du Läufer bist, nicht nur Straße läufst, nicht nur immer die gleiche Strecke läufst, sondern mal in den Wald fährst oder sogar hinrennst, wenn die Strecke das hergibt und ganz einfach mal einen Berg hochläufst, ganz, ganz, ganz viele verschiedene Dinge ausprobierst. Und wenn wir bei dem Beispiel mit den Läufern bleiben, es gibt so viele Menschen, die sich gerade als Läufer
verletzen, obwohl sie so, so gut trainieren, so nach den neuesten technischen, wissenschaftlichen Ergebnissen und die High-End-Schuhe haben und so weiter und so fort. Und trotzdem passiert es dann. Und hier gibt es ein ganz tolles Buch. Das ist das Buch Born to Run. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Autor heißt, aber ich würde es gerne nochmal verlinken in den Shownotes, weil da wird das genau deutlich, dass wir in der westlichen Welt doch so, so, so sehr auf diese High-End-Produkte vertrauen und noch ein bisschen mehr gestützt und noch ein bisschen mehr, was auch immer, Hauptsache halt irgendwie High-End, und dann verletzen wir uns. Und könnte es sein, wenn wir anfangen, einfach unser System, unser gesamtes Gewebe so ein bisschen darauf vorzubereiten, dass es einfach Kippsituationen gibt und dass uns eine Stabilisierung rein gar nichts bringt, dass wenn die Schuhe nicht anhaben und dann umknicken und uns dann trotzdem die Sehne reißen, könnte es sein, wenn wir unser System Stück für Stück daran gewöhnen, dass es sogar förderlich sein kann? Aus meiner Wahrnehmung definitiv, deswegen bin ich ja auch überzeugte Barfußläuferin, und ja, meine Laufschuhe wähle ich tatsächlich so, dass sie neutral sind und dass sie ja keine Sprengung haben und ja, dass ich ganz, ganz, ganz oft meine Gelenke in alle Himmelsrichtungen beim Laufen kippe, über Stock und Stein laufe und somit mir selbst Stück für Stück eine gewisse Sicherheit gebe, dass mir definitiv nichts passiert. Und auch ich knicke mal um und das ist vollkommen okay. Mir ist noch nie was passiert und es wird auch nicht weiter was passieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Im Übrigen nutzt dir dieses Phänomen nicht nur beim Laufen. Also auch bei sämtlichen anderen Sportarten kannst du ganz, ganz, ganz unterschiedliche Dinge ausprobieren. Aber du kannst natürlich auch, wie ich, einfach ganz viele Sportarten gleichzeitig ausführen. Wichtig ist ganz einfach, dass du für dich eine gewisse Flexibilität etablierst. Denn ich glaube, dass dieses Einschränken von dem, ich gehe nur laufen, das ist nichts für mich und so weiter und so fort, dass diese Glaubenssätze, die da in unserem Kopf abgespeichert sind, uns doch nur einsperren. Sie sperren uns letztendlich in unsere eigenen Komfortzone ein und bringen uns letztendlich nicht weiter. Weil das sind genau diese Glaubenssätze, die ja dich vielleicht auch davon abhalten, einfach mal was Neues auszuprobieren. Vielleicht nicht die Strecke zu verlängern, sondern einfach mal die Strecke zu verändern. Mal neue Impulse mit reinzunehmen. Vielleicht mal über eine große Wiese zu laufen. Vielleicht auch mal einfach über ein Feld, also am Rand lang zu laufen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Auch wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich bin eher der Radfahrer. Dann versuch da einfach mal das Tempo zu erhöhen. Versuch da mal über einen Berg zu fahren und so weiter und so fort. Es gibt da so viele Möglichkeiten. Und wenn du letztendlich bei all den Tipps jetzt trotzdem sagst, das funktioniert trotzdem nicht. Also ich bin dann trotzdem irgendwann gelangweilt und höre dann wieder auf und ich brauche dann wieder einen Jahresanfang oder eine Diagnose beim Arzt oder Rückenschmerzen oder was auch immer. Ich sehe immer wieder in unserer Gesellschaft, wir kaufen uns wirklich so viel Quatsch. Wir müssen stets und ständig den neuesten Trends folgen. Wir kaufen irgendwelche sinnlosen Dinge aus der Kramkiste in sämtlichen Supermärkten, irgendwelche neuen Produkte, immer wieder neue, noch zuckerhaltigere Nahrungsmittel und Co. Aber wenn es darum geht, für uns einmal was Neues auszuprobieren, in uns selbst zu investieren, in einen Bereich zu investieren, wo wir dann danach irgendwann mal selbst laufen können, selbst für uns agieren können, selbst einfach unseren Körper zu spüren, da zögern wir. Und ich weiß nicht, warum das so ist, dass wir eher Produkte konsumieren, die uns irgendwas versprechen, die irgendetwas uns ja übermitteln und vermitteln, anstatt einfach in uns selbst zu investieren. Und ich möchte dich hier einladen, wenn du jetzt sagst, okay, das ist alles schön und gut, aber ich kann mich einfach da nicht motivieren und mir fällt es letztendlich schwer, dann such dir Hilfe. Es gibt so viele tolle Menschen, so viele Experten auf so vielen Ebenen, die dich dabei unterstützen. Und das Investment, was du hierfür tätigen musst, ist letztendlich dein Leben. Ist letztendlich für dein Leben, für dich selbst, für dein Gleichgewicht und dein Wohlbefinden. So. Kommen wir nochmal zur Zusammenfassung. Ist heute eine ganz, ganz, ganz knackige Folge.
Ich lade dich ein, dass wenn du merkst, dass du nach 3, 4 Wochen oder manchmal auch ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr, merkst, dass du deine Ziele nicht mehr durchsetzt, dass du dich nicht mehr motivieren kannst. Könnte es sein, dass deine Umsetzung einfach grottenlangweilig ist, dass du dich selbst langweilst und es gar nicht mehr merkst. Und hierbei ist es so wichtig, dass du dich nicht darauf fokussierst, dass vielleicht gerade die Bewegung langweilig ist, dass es langweilig ist, jeden Tag die gleiche Runde spazieren zu gehen, um auf deine 10.000 Schritte zu kommen, dass es vielleicht langweilig ist, ja, immer laufen zu gehen, immer Fahrrad zu fahren und so weiter und so fort. Fokussiere dich nicht darauf, sondern werde kreativ. Nutze doch das große Spektrum an Möglichkeiten in unserer Gesellschaft. Und du kannst wirklich alles an jeder Ecke irgendwie lernen. Wahrscheinlich gibt es in deiner Nachbarschaft so viele Menschen, die dich dabei unterstützen können, einfach mal beispielsweise Hula Hoop auszuprobieren oder Rennrad fahren oder Fußball, Tennis, Golf, alles Mögliche. Also grenze dich nicht ein, werde kreativ und durchbreche diesen Kreislauf der Langeweile, die letztendlich dazu führen kann, dass du einfach aufhörst, dass du deine Ziele nicht durchsetzt. Und der zweite Schritt, um letztendlich auch vorzubeugen, dass du gar nicht erst an diesen Punkt kommst, dass du gelangweilt bist von deinem eigenen Training, von deinen eigenen Bewegungen, steigere dich regelmäßig. Schreibe dir gerne selbst einen Trainingsplan beziehungsweise lasse dir einen Trainingsplan schreiben. Schaue einfach mal genau tiefer rein in dein Training, in deine Bewegungen. Fordere dich regelmäßig heraus. Gehe immer wieder ein Stück weiter. Gebe dich doch nicht mit dem Mindestlohn zufrieden sozusagen. Wir haben so einen grandiosen Körper, der so vieles erreichen kann. Leider nutzen wir sein Potenzial nicht, weil wir ja immer nur am Anfang rumdümpeln. Deswegen lade ich dich ein, da reinzugehen und dich regelmäßig zu steigern. Und dritter Punkt, und den hatte ich jetzt schon mehrfach so ein bisschen einfließen lassen, schränke dich selbst nicht ein. Du musst nicht jeden Tag nur spazieren gehen. Du musst nicht jeden zweiten Tag laufen gehen oder mit dem Fahrrad fahren. Nein, es gibt so viele Möglichkeiten, dich zu bewegen. Es gibt so viele Möglichkeiten für Sport. Es gibt so viele Dinge, die du einfach ausprobieren kannst. Und tu es einfach. Tu es. Und wenn du jeden Tag eine andere Sportart machst, dann ist es so, so viel effektiver für deinen Körper von der Belastung her, als wenn du jeden Tag das Gleiche machst. Es macht letztendlich keinen Sinn, wenn du beispielsweise jeden Tag laufen gehst und jeden Tag die gleiche Belastung auf deinen Körper und dein System gibst. Dein Körper wird auch diese einseitige Belastung nur bis zu einem bestimmten Punkt letztendlich durchsetzen können, ohne dass er irgendwelche Schäden davon trägt. Ich glaube auch, dass ganz, ganz viele Läufer genau deswegen letztendlich auch ihre Herausforderungen haben, weil sie letztendlich nicht ihre Hausaufgaben machen. Weil ein Läufer macht einfach die einseitigste Bewegung überhaupt für die Menschheit. Und da gehört einfach ein bisschen mehr dazu. Genau, und falls du noch eine Inspiration brauchst zum Schluss, lade ich dich auch ein, einmal ja, an meiner Bewegungsgruppe teilzunehmen. Diese findet derzeit noch über Zoom und online statt, immer montags und donnerstags zwischen 19 Uhr und 20.15 Uhr. Und in dieser Bewegungsgruppe machen wir immer wieder was anderes. Wir arbeiten mit Hanteln, mit Stäben, mit Faszienrollen, mit Hula-Hoop-Reifen, mit Bällen und so weiter und so fort. Also ich lasse mir da immer ganz, ganz viele Dinge einfallen. Und zum Schluss gibt es immer noch mal eine ganz, ganz, ganz tiefgehende Meditation, die ja, dich noch mal ein bisschen erdet und ein bisschen zu dir selbst kommen lässt. Also meld dich gerne, wenn du mal dabei sein möchtest. Und ansonsten stehe ich dir natürlich auch sehr, sehr gerne als Personal Trainerin zur Verfügung. Auch hierfür melde dich sehr, sehr gerne zu einem kostenlosen Kennenlerngespräch. Und vielleicht können wir hier schon ganz, ganz intensiv darüber sprechen, was für dich möglich ist und was für dich wichtig sein kann. In diesem Sinne bin ich auch schon wieder am Ende. Das war wirklich eine Blitzfolge. Und ich hoffe, dass du einige Aspekte für dich mitnehmen konntest und freue mich so riesig, wenn du mich daran teilhaben lässt, an deinen Gedanken und an den Dingen, die du für dich mitnimmst.
Wenn du mir noch etwas zurückgeben willst, freue ich mich riesig, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalässt, vorzugsweise bei Spotify und iTunes oder auch auf meinem Google-Account unter Bewegungskind. Ich freue mich so sehr, von dir zu hören, ganz gleich über welches Portal und auf welcher Basis. Und bis dahin denke immer daran, du bist so wundervoll und einzigartig und du bist es so sehr wert, in deinem Leben gesund und glücklich zu sein. Bleibe bewegt, deine Marie.